Wenn du den Begriff Powerfrau hörst, dann denkst du wahrscheinlich erstmal an eine Frau, die einfach mal alles voll im Griff hat. Die wahrscheinlich eine Top-Position im Berufsleben hat, die über viele andere entscheidet, also viele Kompetenzen hat und gleichzeitig auch den gesamten privaten und Beziehungsladen komplett dominiert. Vermutlich auch in einer Traumbeziehung ist, sogar noch Kinder managt und natürlich auch einen luxuriösen Lebenswandel führt. Ja, das ist das Bild, das die meisten haben und das ja Frauen auch permanent eingetrichtert wird, dass eben genau das erstens erstrebenswert für die Frauen sei und zweitens realistisch für jede einzelne Frau auf der ganzen Welt, da wir ja alle in einer befreiten Gesellschaft leben, richtig? So, jetzt zieh dich mal um in deinem Umfeld und gleiche das mit deinen Erfahrungen ab, wo und wie viele von diesen Powerfrauen, die ich gerade beschrieben habe, dir da so in deinem Alltag begegnen. Ich würde mal sagen, dieses Idealbild, das hast du in der Realität irgendwo im Promille-Bereich und es ist so eine krasse Ausnahme, dass es wahrscheinlich mehr Menschen gibt, die von Wölfen aufgezogen worden sind, als stereotypische Powerfrauen. Warum aber ist das so? Naja, im Wesentlichen kann das mit zwei ganz einfachen Worten begründet werden. Erstens Interesse und zweitens Eignung. Die meisten Frauen haben nicht das Interesse daran, in der brutal harten und konkurrenzintensiven Geschäftswelt Karriere zu machen, genauso wie sie naturgemäß eher weniger Interesse daran haben, intensive körperliche Arbeit zu verrichten. Und wenn sie es doch tun, nämlich die Powerfrau mimen, dann scheitern sehr viele, gerade am kriegerischen Aspekt, den ja autoritätsbehaftete Metiers in der Managerebene eben mit sich bringen. Wir haben hier ja auch schon x-fach Studien und Statistiken analysiert, nach denen diese Frauen oft depressiv verstimmt sind, oft auf Pillen oder Alkohol sind und eben nicht das Glücksgefühl haben, wie sie es als Familienmutter haben würden. Und wie gesagt, alles kommt im Prinzip auf die zwei Begriffe Interesse und Eignung zurück. Und warum sind Interesse und Eignung so geschlechterspezifisch? Na, weil es in hohem Maße von deinem hormonellen Make-up determiniert wird, und zwar vor deiner Geburt. Hinzu kommt ja noch, das haben wir auch schon x-fach mit Studien belegt, dass Power- und Karrierefrauen überproportional ungewollt Single sind und sich Männer lieber von ihnen fernhalten. Und nein, das hat nichts mit irgendeiner fabulierten Angst der Männer zu tun. Ist einfach die logische Reaktion. Bevor wir uns gleich mal eine Ausnahmefrau ansehen, die sogar noch Vernunft in ihren Ansichten durchblicken lässt, verweise ich dich auf meinen Premium-Bereich. Das ist ein Videokurs, der die Bereiche umfasst, die du bei der Interaktion mit Frauen drauf haben musst. Und der dir zeigt, wie du als normaler und anständiger Mann Frauen deiner Wahl anziehen kannst und bessere Beziehungen führst. Sieh dir das unbedingt an, Zugang zum Mitgliederbereich kannst du schon in ein paar Minuten kriegen und der Link, den setze ich dir wie immer in die Videobeschreibung. Ja, diese Lady hier ist in Ansätzen sowas wie die Poster-Power-Frau, die jedoch verstanden hat, dass das Idealbild, das Frauen vorgezeichnet wird, utopisch ist. Hören wir am besten mal rein. I was raised by a single mother. I went to college. I got my degree in statistics, which is a male-dominated field. I got my job at Visa, and at the age of 24, I bought my home in the Bay Area, which is an expensive market to purchase a home. Aufgezogen wurde sie von einer Single-Mama, hat ihren College-Abschluss im Bereich Statistik gemacht. Das ist ein Studiengang, der von Männern dominiert wird. Und schon mit 24 Jahren hat sie ihr eigenes Haus in einer teuren Gegend gekauft. Soweit so gut. It just proves to you that I worked my butt off to get what I had. After I bought my home, I proceeded to remodel the home with my own two hands using YouTube tutorials. So like literally, I did not need a man. I did the manly work. I scraped a popcorn ceiling. I put in a full laminate floor. I learned how to use a table saw and not cut off all 10 fingers, right? So like I proved it. I did the thing. So, jetzt erklärt sie uns, wie sie ihr Haus ganz ohne die Hilfe eines Mannes remodelliert hat. Nämlich mit Hilfe von YouTube-Tutorials, sehr viel schmutziger Arbeit und so weiter. Sie hat also bewiesen, dass es machbar ist, sagt sie. Kurz gesagt, sie ist lebender Beweis für die These, dass Frauen heute keine Männer brauchen. Das klingt ja fast nach einem Märchen und zu schön, um wahr zu sein. Aber hier gibt's natürlich noch haufenweise Probleme,
wie zum Beispiel, dass 999 von 1000 Frauen so weit eben nicht kommen werden. Warum nicht? Weil Interesse und Eignung nicht da sind. Warum sind sie nicht da? Weil hormonelles Make-up. Die Story hier nimmt aber dennoch noch einen für Powerfrauen-Theoretiker unbequemen Twist an. Lass uns mal ihre Konklusion anhören. I proved that I can live this life without a man, and I'm telling you, it is not fulfilling. Because at the end of the day, I was sitting in an empty home, absolutely miserable that I was alone. So, trotz allem ging es ihr am Ende des Werkes schlecht und sie saß deprimiert und alleine zu Hause herum. Wenn sich da nicht mal unaufhaltsam die weibliche Natur ihren Weg bahnt. Naja, überrascht muss man nicht sein darüber, was jetzt gleich noch kommt. Aber Hut ab vor der Schlussfolgerung, denn auch das schaffen ja die allerwenigsten Frauen heute. So I need a man to fulfill my greatest potential in life, which is to become a mother. Guck mal hier, guck dir das genau an. Die Mädels leuchten plötzlich auf wie ein Weihnachtsbaum, so als hätte der Messias höchstpersönlich zu ihnen gesprochen. Ja, ja, das Mutterglück. Yeah, there is nothing that's better than becoming a mother and having that legacy. And when you find the right man who wants to have that legacy as well, you will want to submit to him. Nichts ist erfüllender und selbstverwirklichender als Mutter zu werden. Und wenn du den richtigen Mann dafür findest, sagt sie, wirst du dich freiwillig diesem Mann hingeben und unterwerfen, weil es nun mal das wichtigste Vermächtnis ist, das du haben kannst. Da muss ich nichts mehr hinzufügen. Danke fürs Zusehen. Beste Grüße. Ciao, ciao.